Das Mendelssohn Kammerorchester hat sich 2000 gegründet aus einem bestehenden Kammerorchester, das der Hochschule damals angehört, der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Und mir war von Anfang an klar, wenn ich es schaffe, dieses Orchester auf einen professionellen Status, auf eine professionelle Ebene zu führen, kann ich die Ideen, die ich mit Musizieren verbinde, eben total umsetzen. Und meines Erachtens geht das eigentlich nur mit einem Kammerorchester, mit einem verschworenen Haufen wirklich gleichgesinnter Musiker, die auch gleichberechtigt sind, alle eine Stimme haben, eben auch sich einbringen wollen und können und dadurch eine unglaubliche Dynamik entsteht beim Spielen. Und das spürt man dann auch. Mich hat diese Gemeinschaft von miteinander verbundenen Musikern unterschiedlichster Herkunft sehr beeindruckt, die alle sehr viel Willen hatten, was auszudrücken. Das hatte ich also hier in dem Umfeld so bisher noch nicht erlebt. Ich glaube, es ist der Reiz eben genau diese Zwitterstellung zwischen Symphonieorchester und Kammermusik. Und deswegen nennt man das Ganze auch Kammerorchester. Weil wir können zwar mit unserem Orchester, wie in jedem Kammerorchester, auch große Besetzungen im Prinzip spielen, aber es ist eben viel weniger diktatorisch geleitet, so ein Kammerorchester. Ja? Speziell unser Orchester besteht aus Streichern als Basis. Das wird ergänzt durch vier Bläser, zwei Oboen, zwei Hörner. Das Repertoire ist sehr interessant, weil es eben sehr vielseitig sein kann. Wir können aufstocken bis zur Symphonieorchestergröße. Wir können aber auch anfangen bei größerer Kammermusik, zum Beispiel Mendelssohn Oktett. Kammerorchester ist es eben so, dass gemeinsam von allen eine Interpretation getragen wird. Wir haben speziell bei uns sogar durch eine besondere Aufstellung, indem wir uns also im Halbkreis aufstellen und nicht mehr in Grüppchen, die Möglichkeit, dass wirklich jeder Einzelne einerseits zwar mit dem anderen korrespondiert, aber auch fürs Publikum spielt. Sodass wir im Idealfall 12 oder 14 Solisten haben, die sich aber zusammenfügen zu einem gemeinsamen Bild. Wir setzen uns im Kammerorchester zusammen aus Musikern des Gewandhauses, aus Musikern des MDR-Symphonieorchesters, aber auch aus Meisterklassenstudenten. Also es ist wirklich sehr bunt, aber alle eint die Liebe zur Musik und den Willen, wirklich geschlossene und besondere Interpretationen hervorzubringen. Und es geht dabei natürlich auch um Stilbewusstsein. Natürlich spielen wir teilweise ohne Vibrato Barockmusik. Natürlich wissen wir, wie wichtig Artikulation bei Beethoven, bei Haydn und so weiter ist. Aber es geht eben auch noch um mehr. Es geht eben wirklich um eine ganz starke Aussage hinter dem, was man macht. Und da finden sich all diese Musiker wieder. Als Cellist aus der Mitte des Orchesters heraus das Ensemble zu leiten, ist natürlich eine Besonderheit. Wenn man sich mal vorstellt, die Energie für eine Interpretation geht eben nicht von einer Seite aus, von links, wo der Konzertmeister sitzt und alle anderen hängen an diesem Punkt, sondern die geht von der Mitte aus und quasi explodiert in alle Richtungen. Das ist so meine Idee von der Leitung vom Cello aus, der also in der Mitte des Orchesters sitzt und alle in alle Richtungen mitnehmen kann, im besten Falle sogar den Raum und das Publikum mit einfangen kann.
Der Konzertmeister hat natürlich eine wahnsinnig wichtige Funktion und natürlich korrespondieren wir die ganze Zeit miteinander. Und trotzdem, glaube ich, ist das musikalische Erlebnis ein ganz anderes, als wir es bisher kennen. Interpretation ist ein Geist, den ein Orchester irgendwie atmen muss. Und diesen Geist versuchen wir jetzt weiter zu profilieren, dass wir also im Mendelssohn Kammerorchester eine schlüssige, mitreißende Interpretation der Werke, die wir vorstellen, wirklich finden, die also auch aufs Publikum überspringt. Aber ganz wichtig ist natürlich auch der Weg, wie wir quasi zum Publikum kommen, also wie das Publikum aufnehmen kann. Und wir spielen natürlich in normalen Konzerträumen, auf einer normalen Bühne, haben zwar eine andere Aufstellung gefunden, trotzdem ist es noch dieses Frontalerlebnis. Da sind die Musiker, da ist das Publikum. Und diese Aufstellung passt nicht immer. Wir haben einige Projekte in Angriff genommen, wo Musik auch im Raum stattfindet. Also wo zum Beispiel ein einzelner Musiker in der Mitte des Raumes spielt, dann sich plötzlich auf der Bühne ein Klangspektrum mit sehr vielen Musikern eröffnet, dann wieder zurückgekehrt wird zu vier verteilten Instrumenten im Raum, die sich aufeinander zubewegen. Also Dinge, die es vielleicht für manche Zuhörer oder vielleicht sogar für das Gros der Zuhörer einfacher machen, sich mit Musik zu identifizieren als in dieser Frontalstellung. Und diese Abgrenzung zu durchbrechen, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, wie auch immer das geschehen kann. Felix Mendelssohn Bartholdy ist als Namenspatron natürlich für das Orchester sehr wichtig. Er war Kosmopolit, mehr als jeder andere zu der Zeit. Er hat Verbindungen gehabt nach ganz Europa, sogar nach Übersee, hat viele musikalische Freunde gehabt, hat viele Dinge bewirkt, auch wieder zurückbekommen. In dem Zusammenhang ist es eben für so ein Orchester sehr wichtig, eben auch zu entdecken, was hängt mit Mendelssohn zusammen. Eben durch diese Verbindung nach ganz Europa gibt es unheimlich viele Anknüpfungspunkte zu anderen Komponisten, zu anderen Stilen. Und das ist ein Punkt, den wir gerade besonders ausloten. Wir fühlen uns natürlich irgendwo in diesem Geiste Mendelssohn auch verhaftet, indem wir natürlich von Bach oder noch früher angefangen Musik interpretieren, bis in die Moderne hinein. Nicht? Trotzdem soll eigentlich in nächster Zeit unser Hauptmittelpunkt Mendelssohn und das Umfeld sein. Speziell in dem Zusammenhang natürlich auch Schumann, aber auch Garde, der fast vergessen wurde, der aber hervorragende Musik geschrieben hat und so weiter. Unser Ziel ist in Zukunft wirklich mit passenden Solisten, mit passenden Musikern, in passenden Konzertorten, mit passendem Publikum quasi zusammenzuarbeiten und da etwas aufzubauen, was eben für sich steht. Das Mendelssohn Kammerorchester mit seiner Interpretation, der man vertrauen kann, dass er ernst gemeint ist, dass er mitreißt, dass wir also Künstlerpartner finden und Publikum finden, was quasi den Weg mit uns gemeinsam geht. Dann, glaube ich, kann sich da was sehr Schönes entwickeln.